Wir befinden uns hier mitten in Pirna in der schönen sächsischen Schweiz. Hier haben in einzelnen Wahllokalen mehr als 50% die AfD gewählt. Und hier gibt es auch einen von der AfD unterstützten Oberbürgermeister. Sehr viele Bürger haben hier also blau gewählt. Wir möchten uns umhören, was die Hintergründe sind, warum diese Bürger blau gewählt haben und was sie von den jüngsten Beschimpfungen durch die etablierten Parteien halten. Was ja los ist, die Ukrainer, ist doch nicht mehr normal. Und wie finden Sie das, dass der SPD-Parteichef zum Beispiel die AfD als Nazis beschimpft und ja damit auch deren Wähler? Stimmt doch gar nichts. Ich bin kein Nazi, ich blute die Ungerechtigkeit. Manche Rentner hier, was verdienen denn die an Rente? Und die kommen ja rein, die Ukrainer machen Pendeln, Ukraine lieber Geld holen. Hier sind ja so viele, die da oben wohnen, sind gemeldet und machen in die Ukraine rüber. Ja, und es geht ja nur ums Geld. Also, hier haben sehr viele Leute blau gewählt. Was sind Ihrer Meinung nach die Beweggründe der Leute? Na, ich denke, das ist die allgemeine Unzufriedenheit vielleicht in der Bevölkerung, ne? Und weil die ja auch da ansetzen, wo die Ängste der Leute halt sind, ne? Politisch und arbeitstechnisch und von daher denke ich mal, das wird der Grund sein. Ich kenne auf der Straße zum Beispiel einen Mann oder Frau oder ganze Familie, die nach Deutschland vor 8 Jahren kam und mit einem Kind und jetzt mit 4 oder 5 Kindern und die arbeiten nicht. Deswegen. Und wie finden Sie generell den Umgang der Parteien mit der AfD? Es gibt da von der CDU eine Brandmauer gegen die AfD. Finde ich Sie nicht würden schön. nie in die Regierung Nee, eingebunden. ich finde es nicht schön. Sie finden das miserabel. Miserabel, überhaupt die Regierung, muss ich sagen, alle Mann. Seit 2015 geht es ja nur noch bergab. Es geht ja um alles jetzt. Es geht um Energiewende, um den Herrn Habeck und alles, was die gemacht haben. Und die Atommeiler und so, wenn man an anderer Meinung hört, mal, was wir an Energie bezahlen und alles. Ich muss sagen, es kann ja mancher dann einer gar nicht mehr bezahlen. Sie stören sich vor allem an den Grünen, höre ich so Ja, heraus. die Grünen, die Grünen, die Grünen, die Grünen, ja. Ja, das stimmt. Ich meine, ich sage gar nicht wegen der Umwelt und alles, sage ich gar nicht. Aber es gab es früher ja auch schon. Es gab Eiszeiten, es gab anderes und alles. Die Welt ändert Ja, sich klar. immer wieder. Und können Sie sich eine AfD-geführte Landesregierung hier in Sachsen vorstellen? Die sollen mal anfangen, die sollen mal machen. Und dann kann man sich entscheiden, ob gut oder schlecht. Bis jetzt kann man ja sagen, dass die anderen auch nicht auf die Reihe gekriegt haben. Es ist so. Also es ist ja trotzdem, wir leben ja in einer Demokratie, ne? Und wenn halt AfD gewählt wird vom Volk, ne, dann muss das natürlich auch von den anderen Parteien angenommen werden und dann muss auch zusammengearbeitet werden, ne? Natürlich, man kann nicht immer einer Meinung sein, aber das macht es ja gerade aus, das macht ja die Politik. Wenn eine Partei mit 30% gewählt wird, und ich kenne ja Gegend in Balz und Freiberg, in Großschirmer, die wird mit 60% gewählt, und dann wird das für ungültig erklärt, weil es in den Laden hineinpasst. Und das ist vollkommen verkehrt. Ist von den Bürgern gewählt, das muss man akzeptieren. Sie wünschen sich, dass die AfD wie jede andere Partei Ja, behandelt das ist wird. vom Volk gewählt. Und das muss man einfach akzeptieren. Was müssten die Altparteien denn ändern, damit sozusagen sie wieder Ja, gewählt werden? ihre Versprechen einhalten. Die Grünen, was haben die gesagt vor Jahren? Kein Krieg, keine Waffen, nichts. Und jetzt sind sie die Ersten. Ja, ich sage mal so, wenn bald ein Drittel der Bevölkerung hier der AfD wählt, sind das nicht alles Nazis und alles Dumme. So muss man das nämlich sehen. Da werden nämlich die Wähler gleich mitbeschimpft.